Guten Morgen! Oder wie ich ab heute zu sagen pflege, Konnichiwa! Der Tsukemono ist angekommen und ich bin schon eifrig am Tsukemonieren. Und bevor ich euch das Unpacking und die ersten Eindrücke präsentiere für die, die ebenso in die Welt der japanischen Fermentation einsteigen wollen, möchte ich einen Hinweis geben, und zwar Mission Vegan 5 ist auf Level 11 gestiegen. Fräulein Öko hat uns ja aus 5 Zutaten, wobei 4 wieder vorgegeben waren, ein leckeres, aber zeitloses Gericht gezaubert: Kartoffelpuffer mit gebratenem Gemüse. Der Link zum Gericht und auch ihrem Kanal, den gibt es hier unter mir. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auf dem ersten Eindruck ist das ein sehr, sehr sehenswerter Kanal und ich habe da schon 2 Videos gesehen und war ja recht angetan. Wenn ihr auch mal bei der Mission Vegan 5 dabei sein wollt, dann sagt mir kurz Bescheid und ich habe so eine Liste, wo, wenn jemand mal keinen Nachfolger findet, weil normalerweise bestimmen die Protagonisten immer selber ihren Nachfolger, beziehungsweise sie werden nicht bestimmt, sondern es wird immer abgesprochen, ich dann einen von dieser Liste quasi einfüge und ihr dann sozusagen reinhüpfen könnt in dieses Projekt, wo man normalerweise eigentlich nicht mehr reinkommt. Dabei ist auch egal, ob ihr vegan oder nicht vegan seid, ihr müsst nicht mal aktiver YouTuber sein. Nur natürlich müsst ihr dann das Video auf YouTube hochladen und dann werdet ihr zum aktiven YouTuber, zumindest für ein Video. Ich finde dieses gemeinsame Kochprojekt richtig, richtig klasse und zeigt einfach, wie gleich wir doch sind. Wir stehen auf und wir haben Hunger. Jeder Mensch will essen. Egal wie unsympathisch ein Mensch erscheint, also auch ein Mensch wie du, mit denselben grundsätzlichen Bedürfnissen. Alles, was dann noch oben drauf geschissen wird, von wegen finanzieller Erfolg, familiärer Erfolg und irgendwelches Wetteifern, das hat alles dann nichts mehr mit dem wahren Menschsein zu tun, mit den Grundbedürfnissen. Wir sind im Endeffekt alle gleich und wir wollen alle geliebt werden. Von daher, liebt die Menschen, geht auf sie zu, verzeiht ihnen, wenn sie euch zurückweisen und ja, noch nicht bereit sind, die Liebe von euch zu empfangen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich einen anderen Mann tief und innig umarmt habe und der sich losgerissen hat und schwul oder was geschrien hat. Ja, er war noch nicht bereit dafür. Das ist in Ordnung. Dann habe ich einfach gelächelt und ja, und mich einfach entschuldigt, dass ich seine Grenze überschritten habe. Ja, das darf man sich auch nicht davon entmutigen lassen und dann in seine Höhle zurückrauchen. Und es ist natürlich wichtig, dass man regelmäßig auch positives Feedback erhält und die Liebe, die man gibt, auch angenommen wird. So funktionieren wir leider. Daher sucht euch Menschen in eurer Umgebung, die sich auch bewusst darüber sind, dass sie Liebe suchen und diese auch dankbar empfangen. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die keine Liebe spüren, die einsam sind, die durch den Wegfall intensiver sozialer Kontakte in eine Welt des Denkens und der Konditionierung gefangen sind. Und das ist auch nicht zu verurteilen, da jeder Mensch auch Halt braucht. Auch wenn das Denken immer nur temporären Halt bieten kann, weil das Denken sich immer weiterentwickelt, so sorgt es doch für eine gewisse Stabilität. Aber es kann eben die Liebe nie ersetzen. Es ist auch, es ist auch schade, dass selbst die Liebe teilweise versucht wird zu konditionieren, zu sagen und zu beschreiben, wie Liebe auszusehen hat, wie Liebe gelebt werden sollte und wer wen lieben sollte und darf und was sich gehört und was nicht. Aber Liebe kann eben nicht in Formen gepresst werden. Wahre Liebe. Liebe ist zeitlos und Liebe ist universell. Was wir mit Liebe beschreiben, ist ein Bruchteil dessen, was Liebe wirklich ist. Wirkliche Liebe kann man nicht beschreiben. Wirkliche Liebe kann man wirklich nur spüren. Also lasst eure Liebe fließen und seid nicht traurig, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Liebe verlangt nichts und Liebe gibt nur und Liebe ist bedingungslos. Alles andere ist der Gedanke an Liebe, aber nicht Liebe selber. Ja, und ich liebe meinen Tsukemono. Was für eine geile sinnbefreite Überleitung. So, jetzt die ersten Eindrücke sowohl mit dem Unpacking des Pakets aus Japan und den ersten Versuch meines Tsukemonierens. So, ich habe neue Pakete bekommen. Bei den anderen 2 Paketen weiß ich, was drin ist, relativ unspektakulär, aber hier, wisst ihr, was hier drin ist? Guckt mal hin, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob man das hier mit der Kamera erkennt. Aus Japan. Und die Schweinehunde, die haben ja ein Kreuzchen bei Gift, bei Geschenk gemacht, obwohl das quasi bezahlt wurde. Also, und hier steht nämlich von zollamtlicher Behandlung befreit, Deutsche Post. Aber hier ist Geschenk angekreuzt. Das heißt, die haben die getrickst.
Und ich weiß auch, was drin ist und ich möchte das unbedingt mit euch teilen quasi. Und zwar ist hier mein Tsukemono drin. Und ja, und mein erstes Paket aus Japan. Und das ist von Ryosuke Oya von Metsu Kazuga Minomi aus Suoru Kazuka Fukuoka aus Japan. Und sogar Telefonnummer steht drauf. Das heißt, wenn ich mal jemanden möchte, dass er mit mir Japanisch redet, dann kann ich die Ryosuke Oya von Ryosuke Oku Meson Kazuga Minami aus Suoru Kazuka Fukuoka anrufen. Und ja, und deswegen ein original japanisches Paket. Da ist er. Da ist er. Da, Tsukemono. So. Au. Das ist also der Tsukemono. Ich verlinke euch den unten auch nochmal. Falls, oh, hier ist noch ein Dings drauf. Ah, jo, hey, homma, homma. Was auch immer. So. Und da ist das gute Teil. Ah, original aus Japan. Das. Oh, das riecht noch richtig. Das riecht man. Oh, das ist Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Und da ist er. Da ist er, der Tsukemono. Wie geil ist das denn? So, und wie funktioniert das Teil nun? Ah, okay. Boah, ich gehe gleich los und kaufe Zeug ein und dann wird Tsukemono ohne Ende. Ich verstehe ja kein Wort von den ganzen japanischen Krimskrams. Aber ist doch scheißegal, ich habe einen Tsukemono. Sehr, sehr geil. Genau, und der wird dann hier reingemacht. Dann wird er zu und dann erst wird geschraubt. Und dann tut sich die Feder und drückt das nach unten. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Jetzt geht's los. 2 Wochen warten haben wir ein Ende. So lange hat es gedauert, bis dieser japanische Gemüsetopf hier angekommen ist. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Welt hat wieder einen Sinn. Daikon Shoyu Suke. Oder so ähnlich. Ich habe meinen ersten Tsukemono zubereitet. Oder mit dem Tsukemono mein erstes Gericht zubereitet. Und ja, ich möchte euch jetzt dran teilhaben lassen. Wie gesagt, Daikon Shoyu Suke. Das ist das, was jetzt hier drin ist. Und ja, ich werde jetzt hier meinen Tsukemono öffnen. Das ist wunderbar auch alles. Das erkläre ich euch ein andermal. Und die Rezepte, die kommen dann für den Tsukemono sowieso dann alle. Ihr werdet euch sowieso alle das Ding kaufen. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es schmeckt. Ich habe noch nie was jetzt aus dem Tsukemono gegessen. Ich habe die letzten Tage hier gewerkelt ohne Ende. Hier die Küche, die sieht aus. Ich war nur am Machen. So, und jetzt koste ich meinen ersten Tsukemono oder wie es auch immer dann heißt. Ich habe 2 verschiedene Sachen gemacht. Immer mit Mairüben und immer mit Rettich. Gespannt. Lecker, lecker, lecker. Aber bei weitem nicht so intensiv, wie ich gedacht habe. Einfach nur lecker. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, es schmeckt lecker. Aber so neutral lecker. So unspektakulär lecker. Ich habe irgendwie gedacht, dass das irgendwie mich aus dem Latschen haut, entweder positiv wie negativ. Weil bisher, wenn ich fermentiert habe, oder das ist ja nun nicht fermentiert, das ist eher eingelegt. Da war das eher so. Und auch diese Wakame-Algen, die ja dabei sind, dieses Kraut. Relativ neutral. Also, das schmeckt schon. Ein bisschen fischig, ein bisschen Sojasauce, alles Zeug, was da drin ist. Aber, nö, ist zu empfehlen. Ist wirklich zu empfehlen. Erstaunlich europäisch. Das macht mich jetzt ein bisschen verrückt. Ich dachte, ich habe hier die exotische Küche am Start, aber das schmeckt einfach nur gut. Gut, okay, also Tsukemono ist geglückt, erste Experiment. Ich habe auch noch viel mehr Rezepte am Start, die ich jetzt mache. Und jetzt über Nacht mache ich das nächste. Da kommt einiges auf euch zu. Denke ich mal, vermute ich mal. Schauen wir mal. So, ich gehe jetzt zum gemeinsamen veganen Kochen mit Fremden und werde euch dann eventuell morgen schon davon berichten. Ich hoffe, wieder etwas Bildmaterial und neue Erfahrungen zu generieren, die ich euch dann mitgeben kann. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wünsche euch, dass ihr wirklich bewusst durchs Leben geht und
ja, in dem Sinne auch mal ein bisschen Liebe schenkt, wo ihr vielleicht normalerweise keine Liebe schenken würdet. Und wenn es nur die Kassiererin, einfach mal ein bisschen Liebe schenken. Euer Christian.